does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up? Ja, kann dir helfen. So richtig was. Ich habe ihn darum gebeten. Aber wirklich, ich habe ihn darum gebeten. Aber der verzweifelt, der ist nicht sicher, deswegen. Ja, der bringt mich immer durcheinander. Also, wie beim ersten Video, ja, mitten im Geschehen. Erstmal, hallo Leute. Heute geht's los mit unserer ersten Folge. Entlacken, entrosten, Kartellbeschichten, made by Carblast, Entlackungsfabrik. Im ersten Step sehen wir heute in den ersten Schritten die Warenannahme. Sind wir auch gerade mitten im Geschehen drin. Schritt 1 ist abgehakt, Fahrzeug ist angekommen, wir haben es im System eingetragen, dementsprechend hat es jetzt eine interne betriebliche Nummer bekommen und im nächsten Schritt geht es hier einfach Step für Step, Nummer nach Nummer wird jedes Fahrzeug bearbeitet, je nach Kundenwunsch auf der thermischen, chemischen Basis, Strahlvariante, zu dem wir aber alles noch kommen. Aber wenn ihr euch hier so umschaut, das ist so der Platz der Schätze, der schrottigen Schätze. Je nachdem, wie ihr es seht, wie ihr es betrachtet. Für uns ist es eigentlich mittlerweile Blech, aber Blech mit Emotionen und Herz dahinter. Wir sind alle Autofanatiker. Und dementsprechend starten wir heute mit der ersten Folge und haben auch dafür unseren ersten Patienten vorbereitet. Seht ihr gleich. Und da geht es dann auch los, wo wir dann Checklist abhaken, einzelne Punkte, auf die Schwierigkeiten eingehen. Und jetzt sehen wir das im nächsten Schritt. Porsche 356 dürfte vielen Zuschauern schon bekannt sein. Der geht heute durch unseren ersten Prozess, den wir gleich zeigen werden, die thermische Entlackung, dem Krematorium. Aber bevor wir mit den ganzen Arbeiten starten, gehen wir jetzt eine Checkliste durch, in denen wir wichtige Punkte einfach abhaken, um einfach keinen Schaden auch entstehen zu lassen. Fangen wir an, Nummer 1, ein Transportsicherheitsgestell. Ein Fahrzeug an sich, eine Karosserie an sich, ist sehr instabil, gerade gegen Spannungen, sei es Torsion. Und B ist es wichtig für den Transport an sich selbst. Wenn man jetzt auf dem Hänger das Fahrzeug stehen hat, wir kommen mit dem Gabelstapler, wollen hier abladen, können wir ja nicht einfach unten an den Unterboden, wird man ja noch mehr Schaden verursachen, indem wir den Unterboden eindrücken würden. Geht nicht. Also Schritt 1, Gestell abgehakt. Schritt 2, nach dem thermischen Entlacken kommt das chemische Entlacken, wozu wir aber noch in den nächsten Folgen kommen werden. Dadurch, dass die chemischen Prozesse bei uns alle Badprozesse sind, also kurz gefasst Badewannenprinzip, es wird eingetaucht, wir tauchen es ein, dementsprechend entstehen Hohlräume, in denen sich Luft sammelt. Was macht man jetzt? Man könnte es einfach so lassen, hätte 50% des Effekts. Oder eben, man setzt Bohrungen an den höchsten Stellen, um so die Luft entweichen zu lassen. Keine Sorge an der Stelle, ja, keine 20er, 30er, 40er Bohrungen, sondern höchste Stelle, 3 mm Bohrung reicht, kann man später verzinnen. Gar kein Problem. Gestell gegen Hohlräume, gegen Luftentwicklung. Es kommt das nächste, das ist die Bauweise an der Karosserie selbst.
An dem Beispiel haben wir eine reine Blech, also eine reine Blechkarosserie. Dementsprechend gibt es hier nicht arg viel zu beachten. Das ganze Blech, also inklusive Anbauteilen, kann durch jeden Prozess mitlaufen, ohne irgendwelche Beschädigungen zu bekommen. Anders wie hier jetzt in dem Beispiel ist eine Pagode. Hier hat man eine Wischbauweise, Aludeckel, Kofferraumdeckel ist auch aus Aluminium, die Türen sind aus Aluminium. Sowas darf zum Beispiel nicht mit ins Entrostungsbad oder auch nicht mit in die Pyrolyse, ins Krematorium, weil Aluminium unter Hitze ganz anders reagiert wie Blech. So, das heißt, wir haben die Schritte abgehakt, wir haben das Gestell, wir haben nach Bohrungen, nach Hohlräumen bzw. den höchsten Stellen geschaut, entwirken da entgegen, haben nach der Mischbauweise geschaut. Und im nächsten Schritt geht einfach nochmal die Dokumentation nach den ganzen Anbauteilen, so wie jetzt hier die Stoßfänger noch, zum Beispiel der Kofferraumdeckel. Sowas wird dann alles nochmal einzeln deklariert. Und dann geht es jetzt im nächsten Schritt ins makaber gesagte Krematorium, wo es Zahngold übrig bleibt. Ja. Also, jetzt sind wir an dem Schritt thermische Entlackung, Krematorium, Pyrolyse. Doch bevor der ganze Prozess beginnt, werden wir an den wichtigsten Stellen vom Fahrzeug Härtemessungen durchführen. Zweck und Hintergrund des Ganzen ist, dass jedes Blech, jedes Metall, jeder Werkstoff hat eine gewisse Gitternetzstruktur, wie die Moleküle aufgebaut sind. Und wenn man eben jetzt hier zu heiß entlacken würde, würde man diese Molekülstruktur, diese Gitternetzstruktur so verändern und eventuell das Metall so schädigen, dass es gegen Krafteinwirkungen keine Chance mehr hätte. Das heißt, jede kleinste Berührung, jede kleinste Krafteinwirkung würde hier zu Dellen führen, was jetzt aber, sage ich mal, nicht das Schlimmste ist, sondern es geht uns wirklich um die Sicherheit der Insassen, der Passagiere dann im Fahrzeug. So, die ganzen Messungen führen wir hier mit unserem Gerät durch. Im Endeffekt wird hier ein kleiner Kopf ins Metall hineingedrückt und dann unter Ultraschall wird dann ein Signal weitergegeben bzw. eine Ultraschallwelle. Da kommt ein Ergebnis zurück. Das Ganze wird zweimal getätigt, um eben einen Durchschnittswert noch zu ermitteln, damit man, weil wie jeder weiß, ein Wert ist nie sicher. Man muss immer einen Durchschnittswert ermitteln, weil es ja doch sein kann, dass man irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen schief oder krumm angesetzt hat und sowas würde dann die Werte verfälschen. Das Ganze sieht auch ganz einfach aus. Das Gerät ist aktiviert. Jawohl. So. Jetzt haben wir einen Durchschnittswert von 73,6. So. Und hier einen Durchschnittswert von 69,5. Perfekt. Also, jetzt haben wir unser Fahrzeug, unseren schönen Porsche 356, vorbereitet für unseren ersten makaberen Entlackungsschritt, die Pyrolyse, unsere Thermik. Prinzip der thermischen Entlackung. Wir haben zwei Brenner. Der Primärbrenner bringt die Hitze in die Brennkammer und der Sekundärbrenner dient dafür, dass die Abgase, die Verdampfungen von den Werkstücken eben unter hoher Temperatur nochmal verbrannt werden, sodass man die Umwelt nicht belastet und dementsprechend frische Luft oder keine schadstoffhaltige Luft in die Atmosphäre strömen lässt. Das Prinzip während dem Brennvorgang ist folgendermaßen. Der Primärbrenner lässt die Hitze in die Brennkammer strömen. Wir haben einen frequenzgerichteten Ventilator an der Decke angebracht, der dann eben für eine Zirkulation der Wärme dient, sodass wir links oben, rechts unten die konstant gleichen Temperaturen haben während dem Brennvorgang. Das Ganze
ist auch ohne Sauerstoffzufuhr. Also sprich, man cuttet hier komplett die Sauerstoffzufuhr. Folgender Grund hierfür: Wenn man mit Sauerstoff brennt, entzieht man dem Werkstück, dem Werkstoff, wiederum unter hoher Temperatur wieder quasi die Sauerstoffmoleküle und dementsprechend verändert man es. Man glüht es weich im Endeffekt, also man verändert die Struktur, was wir ja nicht wollen. Das Ganze funktioniert oder wird dann eben 3,5 Stunden getätigt, je nach Fahrzeug, je nach Werkstück, ob man Industrie oder Kfz, im Kfz-Bereich ist. Und so funktioniert eben unsere thermische Entlackung. Vielleicht noch als Sicherheitsaspekt noch, bevor man natürlich jeden Brennvorgang startet, wird automatisch ein Sicherheitstestdurchlauf durchgeführt, wo dann eben die Sprenkleranlage innerhalb der Brennkammer nochmal geprüft wird, ob jetzt wirklich Feuchtigkeit durchgelassen wird, falls mal irgendwas passieren sollte, damit natürlich nicht alles direkt sofort anfängt zu brennen, sondern intern innerhalb der Brennkammer gelöscht werden kann. Ein Vorteil der thermischen Entlackung, dass gerade die widerstandsfähige Dichtnaht oder der Unterbodenschutz effektiver und schneller entlackt werden kann, aber auch gleichzeitig, dass man eine konstant gleiche Entlackung der alten Bindemittel und Lacke erzielt, weil man eben mit konstanter Temperatur oder gleichmäßiger Temperatur an jeder Stelle der Karosserie entlackt und dementsprechend die alten Aufbauten pulverisiert oder zu Asche verwandelt. Und das sehen wir jetzt gleich nach 3,5 Stunden Backgang, sehen wir jetzt den Effekt und sind wir mal gespannt, wie unser Porsche danach aussieht. Nachdem man dann das Fahrzeug, das Werkstück in die Brennkammer gezogen hat, geht es dann über, dass wir zur Steuerungseinheit gehen. In dieser gibt man dann im ersten Schritt die innerbetrieblichen Nummern der Werkstücke ein und gleichzeitig sucht man dann auch sein gewisses Brennprogramm aus, wo dann Temperatur und Zeit variiert. Innerhalb des Prozesses und nach dem Prozess kann man dann natürlich aber auch die Temperaturverläufe sehen. Ab welchem Grad oder bei welcher erreichten Temperatur wird dann auch die Sauerstoffzufuhr gecuttet etc. Oder auch, wenn man jetzt zu den Testläufen geht, zu den Sicherheitstestläufen, ist genügend Wasserdruck vorhanden oder auch nicht. Das Ganze sieht man dann hier in unserem Display, wo dann auch noch schön verdeutlicht ist, innerhalb, wie es der Brennkammer aussieht. Und hier wählt man dann die Programme aus für die Werkstücke und Fahrzeuge und dann beginnt auch der Prozess.